2018 ist vorbei und wir müssen uns wieder an die Urlaubsplanung setzen und uns überlegen, wo soll es dieses Jahr hingehen. Nehmen wir das Ganze doch mal zum Anlass, um euch ein paar gute Tipps zu geben, wie ihr richtig günstig dieses Jahr von A nach B kommt. Und ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, ihr wisst, was kommt. Los geht's! Willst du auch in Zukunft auf dem Laufenden bleiben? Einfach diesen Kanal abonnieren und keine Spar- und Alltagstipps mehr verpassen. Ich erinnere mich an einen Ausflug von Köln nach Berlin Ende 2018. Da bin ich, glaube ich, für 8,30 Euro geflogen. Das ist wirklich ganz schöner Wahnsinn. Das geht natürlich nicht immer, aber es gibt auf jeden Fall gute Möglichkeiten, mehr quasi wirklich einen Überblick zu bekommen. Es gibt super viele verschiedene Vergleichsportale. Bei den Vergleichsportalen ist wichtig zu wissen, dass sie meistens immer eine Provision nochmal dafür nehmen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Ryanair-Flug bucht, der normalerweise nur 10 Euro kosten würde, würde der dann dort vielleicht unter Umständen 25 Euro kosten. Ist auf jeden Fall genau bei mir mal eingetreten. Ich bin jetzt hier auf Google Flights und ich zeige euch mal, wie ihr hier relativ günstig von A nach B kommt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel mal 4 verschiedene Flughäfen angegeben. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Flughäfen in eurer Nähe auszuwählen. Ich habe jetzt mal Weeze, Köln, Bonn, Frankfurt am Main und Düsseldorf Airport genommen. Zwischen diesen und Istanbul. Dann habt ihr hier die Möglichkeit quasi zu gucken, was sind die günstigsten Tage. Ich habe jetzt mal hier den 6.2. ausgewählt. Hier seht ihr zum Beispiel am 12.2. würdet ihr noch weniger bezahlen und so weiter und so fort. Das sind dann die günstigsten Angebote. Hier seht ihr 82, 82, 87, das ist zu teuer. Nehmen wir 67, das ist der günstigste Anbieter. Das ist die Airline Pegasus zwischen Düsseldorf Airport und Flughafen Istanbul. Hier habe ich den mal rausgesucht, das ist zwischen Flughafen Köln-Bonn und Flughafen Istanbul. Dann geht ihr auf die Seite zum Beispiel von Pegasus oder auf die andere Airline und sucht genau diesen Flug raus. Und hier seht ihr nämlich 56,28 Euro, da spart ihr direkt fast 11 Euro, wenn ihr quasi direkt auf die Airline geht. Wenn ihr übrigens zwischen Januar und März 2019, also jetzt bald schon verreisen wollt, kann ich euch nur empfehlen, mal auf den Link unten zu gehen. Das ist nämlich ein Angebot von Ryanair. Die hauen gerade wirklich absolut wahnsinnige Preise raus. Hier zum Beispiel für 2,92 Euro ein Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Es gibt 50 verschiedene Ziele und wirklich richtig, richtig niedrige Preise. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ist unten verlinkt. Wie sieht es denn jetzt eher auf so Kurzstrecken aus oder wo ihr nicht fliegen wollt oder wo es vielleicht auch überhaupt gar keinen Flughafen gibt? Da habe ich auf jeden Fall die Empfehlung, auch eine Vergleichsseite quasi, entweder Busliniensuche, fernbusse.de oder fromA2B.de zu nehmen. Der Vorteil ist bei diesen Seiten, dass nicht nur Fernbus, sondern auch Mitfahrgelegenheit und Züge mitgeschaut werden. Gucken wir jetzt einfach mal, ich will von Köln nach Berlin. Und hier habt ihr sogar schon die Übersicht sogar noch mit Flügen. Hier ist quasi alles mit dabei und hier seht ihr dann die wunderbare Übersicht. Das auf jeden Fall machen, wenn ihr irgendwie irgendwo hin wollt, ist das schon mal super. Für alle, die Flixbus mal eine Chance geben wollen, für 5,99 Euro gibt es zurzeit Fahrten. Ihr müsst dafür die App runterladen und da guckt ihr einfach mal rein und schaut mal, ob es da was Günstiges für euch gibt. Es gibt hier ganz gute Angebote, wenn ihr wirklich sparen wollt. Es ist aber oft wirklich so, dass die Mitfahrgelegenheit besser ist. BlaBlaCar bekommt auch immer größere Beliebtheit und ist auch meine persönliche Empfehlung. Warum? Der große Vorteil ist gerade bei viel befahrenen Strecken zwischen den großen Städten. Gerade hier habt ihr die Möglichkeit, sehr spontan zu buchen, sogar am selben Tag noch, ohne dass ihr groß was drauf zahlt. Und ihr seid einfach schneller unterwegs. Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht. Ihr könnt auch halten, wenn ihr wollt und seid nicht darauf angewiesen, mit einem Fernbus zu fahren. Wo man auf jeden Fall mal darauf achten sollte, wenn ihr irgendwie mit der Bahn fahrt, bevor ihr irgendwie auf die ganzen Vergleichsseiten geht, würde ich eigentlich erstmal gucken, wirklich bei bahn.de, Sparpreisfinder, gibt es zwischen Köln und Berlin jetzt Sparpreise, weil das günstigste und meiner Meinung nach schnellste, stressfreieste ist, wenn ihr mit dem ICE von A nach B fahrt, dann müsst ihr nicht irgendwie im Flieger groß einchecken. Und der Sparpreis ist 19,90 Euro. Hier seht ihr schon, die sind jetzt nicht irgendwie zu den besten Tageszeiten, wenn ihr umso weiter ihr natürlich in der Zukunft guckt
umso günstiger wird es. Die ganzen Sparpreistickets, davon werden täglich welche rausgegeben. Die werden aber irgendwann ausverkauft, wenn das Kontingent leer ist. Dann müsst ihr dann halt mehr zahlen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr mehr solcher Reisetipps habt oder wenn ihr selber Reisetipps habt, schreibt doch mal in die Kommentare rein. Das würde mich schon sehr interessieren. Ist ja für alle wirklich immer ein Kostenfaktor, bei dem man sparen kann. So, und jetzt würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich zeige euch hier mal ein schönes Video und wir sehen uns das nächste Mal und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch sowas gefällt und gerade wenn ihr mehr Reisetipps haben wollt. Und jetzt macht's gut, Leute, und tschüsschen.